Hey, hallo und ho, ho, ho! Heute wollen wir euch mit Date-Ideen inspirieren, die bei kaltem Wetter ziehen oder was man einfach machen kann, wenn es draußen kalt ist und man nicht wirklich draußen chillen kann. Und ich würde sagen... Und trotzdem seine Liebsten entführen, Make, zu irgendwelchen tollen Aktivitäten. Soll ich anfangen? Gerne. Ich habe ja immer so viele kreative Ideen. Also ich dann mal sagen, in der Winterweihnachtszeit am besten ein Date am Christkindlmarkt. Du kannst ein Glühwein einstellen und du kannst richtig lecker alle Essstände praktisch frequentieren. Mega romantisch. Ist einfach ein Klassiker, finde ich. Ja. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann für alle Regensburger oder auch Nicht-Regensburger, Eislaufen in der Donauarena ist mega cool. Und selbst wenn man nicht das Talent dazu hat oder sich damit ein bisschen schwer tut, ist es einfach eine wahnsinnig witzige Date-Idee. Ob das jetzt mit Kumpels ist oder mit Freunden oder mit dem Partner, ist eigentlich egal. Es ist immer lustig, es ist cool. In der Regensburger Donauarena gibt es den Disco-Lauf. Da Stimmt. hat man auch coole Lichter und Musik und das lohnt sich wirklich voll hinzugehen. Oder sich einfach ein Eishockeyspiel anzuschauen. Finde ich, habe ich jetzt schon 2-3 Mal gemacht, obwohl ich damit nicht so... obwohl ich in dem Thema nicht so drin bin, war es wahnsinnig cool anzuschauen, ist echt eine coole Show aufgezogen und man kann richtig mitfiebern, also wirklich empfehlenswert. Ich habe tatsächlich vor ganz langer Zeit das letzte Eishockeyspiel gesehen, aber das ist auch mal ein tolles Event so, auch wenn man gar kein Sportfan ist, hat mir das trotzdem gefallen. Was ich auch noch toll finde, ja, es hat ja niemand gesehen, dass ich unten hier ablese jetzt und abschaue, aber wir müssen uns natürlich Notizen machen, ins Kino gehe. Ja, also ich bin kein ultra großer Kinofan, großer Filmfan, aber nicht großer, unbedingt großer Kinofan. Aber so ein Special Event ins Kino finde ich dann mal romantisch. So in der Weihnachts- oder in der kalten Zeit einen Film anschauen, sich einen Kübel Popcorn kaufen. Herrlich. Der dann schon leer ist, bevor der Film losgeht. Natürlich. Vor allem, was auch immer cool ist bei Dates oder sowas, wenn der Film gruselig ist und man sich vielleicht so bei der Hand halten kann und so. Aber ich finde, das ist zu allen Jahreszeiten auch einfach ein cooler Tipp. Ja. Ja, was man dann tatsächlich noch machen kann, was ein besonderer Vorschlag ist, sich gegenseitig was vorzulesen. Also wenn es draußen wirklich schreckliches Wetter ist, da kannst du mir auch nur zustimmen, oder? Voll. Also das mit dem gegenseitigen Vorlesen finde ich schwerst romantisch und ich finde das hat so irgendwas. Da zeigt man sich seinem Gegenüber nochmal von einer ganz anderen Seite so. Es ist sehr intim. Ja, es ist und wirklich sehr intim. Und es ist einfach wunderschön, wenn man ein Buch gefunden hat, was beide interessiert und es ist einfach besser als wieder Netflix zu schauen oder ja, vielleicht voll. Ewig zu suchen nach dem, was man jetzt schaut. Also sich gegenseitig vorlesen, mega. Genau. Und was natürlich noch absolut auf meinem Mist gewachsen ist, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, ist Plätzchen backen. Miteinander Plätzchen backen gestalten ist auch mega. Natürlich nicht unbedingt mit mir, weil ich bin so der Plätzchen-Perfektionist. Das geht nicht, weil wenn jemand bei mir die Plätzchen falsch bestreuselt, dann bricht tatsächlich der Krieg aus. Geht gar nicht, aber für andere Leute so Plätzchen, wem das egal ist, wie die Plätzchen ausschauen, macht es ruhig als Date-Idee. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Also, was er wirklich damit sagen will ist, oder was vielleicht ein besserer Tipp ist, okay. Trefft euch mit den Leuten, die ähnliche, nein wirklich, die ähnliche Vorstellungen haben, die von denen, wie die Plätzchen, wie die Plätzchen aussehen sollen. Weil wir zum Beispiel dürfen nicht an den Teigroller, den Teig nicht ausrollen, weil dann, ja. Die Kinder dürfen das nicht. Obwohl die Kinder keine Kinder mehr sind, ist... Also es ist keine Unterdrückung, aber nee. Wir dürfen das wirklich nicht, weil die Plätzchen müssen einfach schön ausschauen und die müssen ästhetisch ausschauen. Und das macht der Papa. Der Papa macht das schon immer und deswegen kann das auch nur der Papa. Und man kann natürlich auch kreativ werden beim Plätzchenbacken, also mit Freunden. Mit Freunden, mega, mega, mega cool. Man kann auch zum Beispiel eine Glasur mit Glühwein machen. Finde ich auch richtig cool. Oder mit Alkohol, wenn man ein bisschen was drin haben will. Ja, man kann auch was trinken nebenbei. Oder so. Gut, haben wir nur irgendeine Date-Idee, die du unbedingt Ich habe noch mega viele Ideen und zwar könnte man ein Fotoshooting machen, wenn man darauf Bock hat, okay. Daheim. Weihnachten. Also ja, nein, sich einfach treffen, einen coolen Hintergrund machen, zusammen Fotos schießen, auch in der Gruppe vielleicht so ein paar Ideen. Finde ich auch gar keine schlechte Idee, weil jeder hat ja heutzutage ein Handy, das geile Fotos macht. Ist tatsächlich so. Und man hat was, woran man sich erinnern kann. Es ist immer so, wenn es am schönsten ist, macht man keine Fotos. Und deswegen mega, wenn du mit deinen Freunden oder mit deinem Partner coole Fotos hast. Und du hast dann eigentlich ja geil Weihnachtsgeschenke für Tanten, Omas, Opas und alle. So ist es. Mega Idee. Weil die freuen sich. Also schreibt uns auf jeden Fall auch in die Kommentare unten, was knallt ihr für Dates raus im Dezember, in der Weihnachts- oder Winterzeit. Wir sind sehr gespannt auf eure Vorschläge.